Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Bambule dran und der heißt Neverland. Er hat das Ganze komplett ohne Mods gebaut. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er das umgesetzt hat, weil das ist ja meiner Meinung nach wesentlich schwerer, das schön zu machen. Wenn man dann halt diese ganzen Baubegrenzungen hat. Ich zoome einfach mal direkt raus. Dann sieht man hier schon einen wunderschönen Eingangsbereich. Am Ende mit einem Innovationszentrum. Ist so ein bisschen in diesem Jurassic World Main Street Style. Finde ich ja immer schön. Hast du auch sehr gut gemacht mit der ganzen Deko. Sieht echt cool aus. Über diese Stühle und Tische, wo die sitzen können, die Leute. Und dann in der Mitte als Highlight natürlich das riesige Innovationszentrum. Und da muss man dann, glaube ich, drumherum laufen. Okay, da hinten geht es einmal in die Einschienenbahn. Links gibt es auch noch einen Weg und rechts gibt es auch einen Weg. Aber wir gehen mal erstmal rechts lang, würde ich sagen. Ja, das sieht ganz vielversprechend aus. Du hast doch wirklich überall Deko platziert, voll cool. Stehen noch überall Lampen. Und hier zu unserer Linken haben wir dann auch das erste Hotel. Und das erste Gehege auch. Oh, da geht's richtig runter. Ich glaube, da müssen wir mal in den Turm gehen, damit wir gute Übersicht haben. Ich sehe da auf jeden Fall schon Rexys, zwei Stück. Ich gehe mal in den Turm rein. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Oh, die beiden Rexys haben da gerade miteinander gekuschelt. Ah, sehr schön gestaltet. Finde ich cool mit den Höhenunterschieden. Und du hast sogar auf der Rückseite gar keine Zäune verwendet. Ach doch, hast du doch. Aber die hast du so eingebaut, dass man die gar nicht sieht. Finde ich mega gut. Aus dem Hotelpool von gegenüber hat man auch voll die gute Sicht. Kann man hier im Wasser chillen. Und dann da unten die Rexys sehen. Boah, der linke Skin sieht ja voll cool aus. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Hotel und hier sind einige Möglichkeiten, das Ganze zu beobachten. Das ist dann die Ansicht von dem Hotel gegenüber. Auch mega schön. Oh, wie perfekt der da gerade langläuft. Das ist ja richtig gut für die Besucher in der Galerie. Hat man selten, dass die Dinosaurier so schön nah da vorbeilaufen. Der chillt hier auch so ein bisschen. Voll süß. Oh, da sind auch noch Kompis. Schaut mal. Habe ich jetzt noch durch Zufall gesehen. Ach, wie süß. Kleine süße Kompis, die ihr Fleisch verzehren. Sich gegenseitig das Fleisch klauen. Ist ja auch immer eine schöne Kombination, ne? Compsognathus und Tyrannosaurus Rex. Das mit dem Zaun hast du wirklich gut gemacht. Jetzt kann man das nochmal sehen. Also auf der Rückseite ist auch ein Zaun. Aber den hast du echt mega gut mit Wald versteckt. Den hat man halt aus der Besucherperspektive gar nicht sehen können. Viel besser geht's gar nicht. So, wir fliegen mal weiter. Nämlich in diese Richtung. Hier geht's nochmal zu einer Einschienenbahn. Die werden wir aber erst später eventuell fahren. Schutzbunker. Gehen jetzt aber diesen Weg mal entlang. Mal schauen, wo der uns hinführt. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Hier so schön unter der Einschienenbahn durch. Und du hast halt wirklich überall Lampen aufgestellt. Da muss ich mal nachher noch bei Nacht gucken. Sieht bestimmt beeindruckend aus. Oh, hier ist auch nochmal ein riesiger Platz. Du hast allgemein voll die schönen Besucherplätze gemacht. Boah, was für eine Aussicht. Da unten gehen wir auch gleich noch hin. Das sieht ja mega beeindruckend aus. Aber das heißt, man kann hier gemütlich seinen Kaffee trinken. Auf dem Tisch hier zum Beispiel oder auf dem Stuhl. Und dann da hinten das Meer genießen. Viel besser geht's ja gar nicht.
Voll schön. Oder man kann hier im Pool einchecken und dann von hier aus die Aussicht genießen. Da sieht man dann schon Gehege mit Alus, die den Jeep anschreien. Und da unten natürlich das Meer und nochmal so ein riesiger Besucherplatz. Neben dem Hotel sind dann auch nochmal zwei Aussichtstürme. Da kann man dann auch nochmal die Aussicht genießen, die wir uns gerade schon angeguckt haben. Und dann kommt hier schon ein riesiges Aviarium. Ich fliege hier nochmal schnell rein. Aber hier sieht man nochmal das Allosaurus-Gehege ein bisschen besser von diesem Turm aus. Und da ist auch eine Gyros-Fernfahrt durch. Das ist ja cool. Boah, das sind 5 Allos. Wir fliegen aber jetzt mal in das Aviarium rein. Ich mach das jetzt auch einfach so mit der Kamera. Dann sehen wir das Ganze auch gleich besser. Also Geostenbergia sehe ich. Chillen hier auf dem Stein. Eine Drohne sehe ich. Die habe ich mir auch noch nie von so nahen angeguckt. Und Tropiognathus sitzt ja auch auf dem Stein. Es wäre echt cool, wenn es eine Animation zwischen Drohne und Flugsauriern geben würde. Sie das irgendwie angreifen oder so. Oder so ein bisschen austesten. Neugierig sind auf die Drohne. Ah, sieht schon schön hier aus. Hast du schön gestaltet. Wirkt auch sehr lebendig alles. Und hier fährt auch nochmal eine Gyrosphäre durch. Das ist cool. Das heißt, das sehen wir dann gleich auch nochmal ein bisschen genauer. Dann würde ich jetzt auch sagen, wir fliegen direkt wieder raus und weiter. Weil ich denke mal, wir kommen jetzt direkt dann zur Gyros-Fernfahrt. Ja, genau. Da vorne geht es dann nämlich nochmal in das Aviarium rein. Aber erstmal schauen wir uns jetzt hier die schöne Gestaltung nochmal an. Es ist nämlich voll viel Wasser gemacht. Das sieht voll cool aus um die Wege rum. Richtig schön. Und da hinten kommt dann auch eine riesige Lagune. Hast du echt richtig gut gemacht. Aber jetzt schwingen wir uns mal hier in die riesige Murmel und fahren mal eine Runde. Ich denke mal, wir fahren jetzt einmal nochmal durch das Aviarium durch und dann wieder zurück. Ich glaube, viel mehr ist es nicht. Oh, das ist aber cool gemacht hier, dass hier erstmal so Steine im Weg sind, dass man noch nicht so viel sieht. Und dann kommt man hier um die Kurve und dann sieht man auf einmal das Wasser, wo dann im besten Fall die Flugsaurier auch gerade was essen. So wie sie es jetzt sogar tun. Wie cool. Können wir mal direkt ranfahren. Gucken wir uns jetzt an. Richtig aus nächster Nähe. Wie besser geht's gar nicht. Krass, das klingt, wenn man in dieser Kugel ist. So richtig dumpf. Dann geht die Fahrt hier weiter. Die Steine hast du wirklich sehr gut platziert. Da muss man halt auch bedenken, ohne Mods ist das gar nicht so einfach, weil man halt immer Abstand lassen muss zwischen den Steinen so ein bisschen. Mit Mods ist es natürlich immer viel, viel einfacher, das schön zu machen, weil man die einfach ineinander verschachteln kann, die Steine. Na, wo geht's denn jetzt lang? Ach, hier geht's schon wieder raus, okay. Das heißt, man sieht nur die eine Hälfte von dem Aviarium mit der Kugel. Und die andere Hälfte sieht man, glaube ich, dann mit den Beobachtungsgalerien. Eigentlich auch keine schlechte Lösung. Weil dann lohnt es sich auf jeden Fall, beides zu machen. Also in die Galerie zu gehen und hier mit dieser Gyrosphäre zu fahren. Und weiter geht's jetzt hier, diese Wege entlang. Wo das Wasser drumherum ist. Geht's auch wieder nach links. Ich glaube, da kommen wir dann wieder Richtung Eingang. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Lagune. Ich glaube, diese grauen Wege sind Mitarbeiterwege. Da muss ich, glaube ich, nicht lang. Oh, hier kommen wir wieder auf einen riesigen Platz. Da zoome ich mal, oder fahre ich mal wieder hoch mit der Kamera. Sieht man das immer besser. Oh ja, hier haben wir die riesige Lagune. Auch eine sehr interessante Form, muss ich sagen. Hast ja auch in der Mitte dann schön nochmal ein Hotel platziert. Eine Toilette darf auch nicht fehlen, ganz wichtig. Aber dann hat man wirklich, wenn man hier oben ist, ja, und Regen hat,
so ein Mist. Dann hat man hier mega schöne Sicht. Guck mal, die Gäste rennen sogar in die Gebäude rein, wenn es regnet. Und die haben sogar Regenschirme. Ist mir auch nie aufgefallen. Ja, ist schon ziemlich perfekt, ne? Kann man echt die Lagune gut sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier in die Galerie hinein. Wir haben hier auf jeden Fall Highfeeder. Das heißt, hier sind entweder Kronos oder Mosas drin. Gehe ich von aus. Na, hier regnet es immer noch rein, so ein Mist. Ich dachte, hier unten sind wir trocken. Ah, da sehen wir aber auf jeden Fall was. Das sind... keins von beiden. Wie heißen die denn noch? Liopleurodon? Ja, das dürfte der Liopleurodon sein. Aber wir haben ja gerade voll Glück, dass wir so eine schöne Sicht auf den haben. Hat man selten, wenn man hier in den Galerien ist. Sieht auch von der Beleuchtung gerade voll cool aus. Wir fliegen aber jetzt mal so in die Lagune hinein. Ins kalte Nass. Ist hier leider voll dunkel. Liegt wahrscheinlich daran, dass gerade so schlechtes Wetter ist. Aber ich tauche jetzt mal ganz schnell durch und dann suchen wir die Ungeheuer, die hier leben. Na, wo seid ihr? Oh, schaut mal da. Ein Plesio. Wie klein der ist, ne? Das ist echt krass. Und noch eine Drohne. So sieht die Unterwasserdrohne aus. Wo sind die denn alle? Oh, da ist was. Ja, hier haben wir nochmal die Liopleurodons. Oh, der taucht gerade nach Fisch. Das war ja seltsam, das habe ich ja noch nie gesehen. Dass ein Liopleurodon so jagt. So senkrecht nach oben. Das sah ja cool aus. Der jagt, glaube ich, auch gerade. Okay, das war jetzt normal. Aber interessant, ne? Ach, gefunden. Hier ist ein Mosa drin. Das erklärt die Highfeeder. Haben wir den wenigstens auch nochmal gesehen. Dann sehen wir es mal von der Unterwasseransicht. Oh ja, das ist ja mega nice, dass wir das jetzt zu Gesicht bekommen. Er rastet in die Animation ein und nimmt Anlauf und schnellt nach oben. Und da hat er den halben Hai im Maul. Finde ich so cool. Und jetzt geht's hier diesen Weg zurück. Und dann in die andere Richtung. Da kommen wir dann nochmal zu einem Gehege. Auch wieder mit sehr vielen Beobachtungsmöglichkeiten. Und einer Jurassic Tour, die da durchführt, wie es aussieht. Die gerade auch blockiert wird und hupt. Stegimoloch sehe ich. Gallimimus. Oh, und da ist ein Gigantspino auch noch. Die sind ja auch so winzig. Ich würde sagen, wir fahren direkt mal mit der Tour, bevor wir jetzt uns hier zu viel spoilern lassen von diesen Galerien. Ich finde es immer cooler, wenn man dann eine Überraschung erlebt, wenn man in der Tour ist. Ist auch nochmal ein cooles Hotel. Aber wir gehen jetzt direkt hier in die Tour hinein. Oh, und hier haben wir direkt Oloro Titans. Finde ich ja auch richtig schön. Sind hier voll am Snacken in Richtung Fahrbahn. Und das ist ein Mamenchi. Eine Fotostation und Gigantspinos. Und rechts nochmal Oloro Titans.
Okay, die haben sich gerade, glaube ich, sozialisiert, die Gigantspinos. Wir düsen weiter. Hast du auch wieder echt schön mit Höhenunterschieden gearbeitet. Wo sind jetzt die ganzen Gullis und Stigis? Das ist echt seltsam. Oh, da vorne sind die Kollegen. Und hier sehen wir auch nochmal viele Dinosaurier. Dryos hast du ja auch drin. Also das ist wirklich ein riesiges Mischgehege. Oh, Edmontos sind ja auch drin. Richtig viele verschiedene Spezies. Kollege, ich überhole mal eben. Oh. Okay, der Kollege ist mal kurz zur Seite geflippt, damit ich vorbei kann. Kein Problem. Oh, der Skin ist auch schön von dem Edmonto. So schön in grün, passt richtig gut zur Landschaft. Ja, die Stigimolochs und die Gullis haben sich irgendwie komplett versteckt. Die habe ich hier gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er flieht sich mitten auf die Fahrbahn. Da kennt er nichts. Aufstehen. Kannst woanders schlafen. Okay, das fanden die gar nicht cool, dass ich geguckt habe. Richtig Panik. Und ab zurück zur Station. Und hier geht's dann zurück zum Innovationszentrum. Ich zoome jetzt aber nochmal raus. Also da vorne rechts war der Eingang. Da sind wir lang gegangen, einmal im Kreis. Perfekter Rundweg. Sind dann hier hinten wieder rausgekommen. Sieht schon echt beeindruckend aus. Aber der ganze Bereich da unten, den haben wir noch nicht erkundet. Da am Wasser. Also da haben wir gleich noch einiges vor uns. Und hier ist auch nochmal ein Industriebereich. Selbst hier hast du dir mega Mühe gegeben mit den Wegen. Eine riesige Wegfläche hast du hier gebaut. Und sogar Kraftwerke und alles. Du hast hier anscheinend alles sogar mit Strom versorgt. Und hier vorne an der Ecke geht es dann runter in den Bereich, wo wir noch nicht waren. Schön unter der Einschienbahn durch nochmal. Hast doch gut übergeglättet, nicht zu steil. Oh, hier sind diese Stromdinger. Ach stimmt, es gibt ja die ohne Masten mittlerweile, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Die hast du wirklich gut versteckt. Also die hat man gar nicht vorher gesehen. Aber es ist natürlich voll die Herausforderung, alles mit Strom noch zu versorgen. Finde ich sehr beeindruckend. Und jetzt sind wir hier bei dem riesigen Platz. Direkt am Meer. Sehr coole Wegform auf jeden Fall. Ist echt schön gemacht. Oh, da hinten geht es dann auch nochmal auf eine Kyros-Fernfahrt zu. Beobachtungsgalerien, ein Hotel. Und hier hast du auch nochmal schöne Deko. So einen schönen kleinen See nochmal gemacht. Checken wir mal in das Hotel ein, das sieht so einladend aus. Oh, ist das traumhaft. Das ist ja mega schön. Da kommt sogar schon der Mond zum Vorschein. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Hotel. Voll gut. Da fliegen wir auch nochmal schnell rüber. Da hat man sogar nochmal ein Gehege auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Kann man sogar perfekt eine Fischfutterstation sehen. Oh, hier auch nochmal da unten. Die Dinosaurier scheinen sich aber leider gerade zu verstecken. Also ich kann die nicht sehen. Ich bin jetzt mal eben hier rübergegangen. Da ist das Hotel. Bin jetzt in so einem Turm drin. Keine Ahnung, wo die sind. Oh, ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Da ist er. Jetzt kommt er zum Vorschein, wo ich nicht mehr im Turm bin. Sich schön im Wald versteckt. Der Spinosaurus. Schleicht jetzt hier durch den Sumpf. Auch cooler Skin. Oh, das sind sogar zwei. Da kommt noch einer. Schleicht dem anderen hinterher. Das Ganze ist halt hier direkt am Meer.
finde das hier auch richtig schön, das Meer. Das ist auf der Deutschland-Map. Wenn mal die Nordsee so schön wäre vom Wasser. Aber das ist leider eher so schlammiges Wasser. So schön türkis, das ist schon, das wäre schon was. Aber man kann ja nicht alles haben. Nordsee ist trotzdem schön. So, und jetzt könnten wir nochmal hier einmal gucken kurz. Und dann geht's in die letzte Gyrosphärenfahrt. War auf jeden Fall wieder ein riesiger Park. Oh, da sind auch noch andere Dinosaurier drin, so wie es aussieht. Metriacanthus. Krass. Da schläft auch noch irgendwas. Ah, das sind wieder Alos. Ja, begeben wir uns einfach mal direkt hinein in das gefährliche Abenteuer. Werden auch direkt begrüßt. Ich kann gar nicht mehr weiterfahren. Jetzt. Die Hitboxen sind manchmal echt groß von den Dinosauriern, dass man geblockt wird. Oh, hier rechts das Meer. Und da unten die Fleischfresser. Sind für meinen Geschmack schon persönlich ein bisschen zu viele Fleischfresser. Haben wir nochmal Glück gehabt. Fast angegriffen worden. Oh, guck mal, hier schläft auch ein Allosaurus. Direkt neben der Strecke, das ist ja perfekt. Wie gut ist das denn? Der beobachtet uns aber auch genau, ne? Jetzt macht er gleich Jagd auf uns. Ich hoffe mal nicht. Aber die sind hier eh so ein bisschen außer Rand und Band. Die Fleischfresser, die drehen richtig durch. Na, wir sind gleich aber durch mit der Tour. Ist auch perfekt, weil der Mond geht da hinten schon auf. Gleich wird's Nacht. Dann können wir uns das Ganze auch nochmal im Dunkeln angucken. Jetzt geht's hier vorne schon zurück zur Station. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Da sieht man dann auch nochmal richtig schön die Beleuchtung. Das ist ja auch wirklich alle Wege schön beleuchtet. Ich werde jetzt mal nicht alles entlang fliegen. Oh, diese Banner sind ja auch beleuchtet. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Aber du hast wirklich super viele Deko-Elemente gesetzt, die das Ganze dann schön beleuchten. Bei jedem Weg, egal wo man abbiegt, hast du dir echt viel Mühe gegeben. Und das war der Park von Bambule. Hat mir echt sehr gut gefallen. Und falls ihr den auch mal ausprobieren wollt, findet ihr das Safe Game unten in der Videobeschreibung. Falls ihr auch einen Park gebaut habt, den ihr mir mal einsenden wollt, dann könnt ihr da auch immer in die Videobeschreibung schauen. Dort stehen dazu alle Infos. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.